meine Lieben. Ja, heute habe ich einen gesammelten Beauty-Haul für euch. Darunter sind Sachen vom DM, von Amazon, aus der Apotheke und überall her. Und ich beginne mal mit den Sachen vom DM. So, als erstes habe ich dieses Micellenwasser von Nivea. Es gibt ja diesen großen Hype um das Garnier Micellenwasser, diese drei Varianten und das wäre ja so toll. Aber lustigerweise gibt es da einen Zusammenhang mit dem von L'Oreal und irgendwie ist da noch keiner drauf gekommen, außer die liebe Tara von dem Kanal Tamtam. Durch sie habe ich das auch erst erfahren, dass genau die gleichen Inhaltsstoffe, und zwar in jedem dieser drei von Garnier, diesem Micellenwasser, dieselben Inhaltsstoffe auch die sind, die im L'Oreal-Produkt drin sind. Und das ist mal echt frech, oder? Also ihr müsst mal drauf schauen, ich glaube, ein Inhaltsstoff ist an einer anderen Stelle aufgelistet, aber ansonsten sind die alle gleich. Und auch diese Unterteilung in für fettige Haut, für trockene Haut, für normale Haut ist absoluter Quatsch. Da ist überall das Gleiche drin. Und das finde ich richtig, richtig frech. Und ja, ich mochte das noch nie so richtig gerne von L'Oreal und habe ja dann das hier von Nivea benutzt. Und das fand ich immer sehr, sehr gut. Und nutze das weiterhin. Also meins ist jetzt leer und ich wollte mir schon das von Garnier kaufen, aber nachdem ich jetzt das rausgefunden habe oder gehört habe, dass es das gleiche Produkt im Endeffekt ist, dann brauche ich das nicht. Deswegen habe ich mich jetzt nochmal für das hier von Nivea entschieden. Ich bin eh so ein kleiner Nivea-Junkie, also ich mag die Marke irgendwie gern. Ich weiß auch nicht warum, meistens wegen dem Duft. Das riecht jetzt nicht so speziell, aber ich mag es auf der Haut sehr viel lieber. Also das hier hinterlässt ein schöneres Hautgefühl, finde ich. Und deswegen bleibe ich diesem hier treu und ja, benutze weiterhin das hier von Nivea. Dann habe ich auch entdeckt, dass Nivea ganz viele neue Produkte hat, also auch für die Männer. Und das gibt es in so einem Set und eine neue Creme, das nennt sich Intensive Pflege, zieht schnell ein für Gesicht und Körper. Und eigentlich benutze ich so gut wie kaum irgendeine Creme fürs Gesicht, weil mir meine Hautroutine, die ich auch schon abgedreht habe, die kann ich euch unten auch nochmal verlinken, mir absolut ausreicht. Aber wie gesagt, ich bin ein kleiner Nivea-Junkie und jetzt haben sie eine neue Creme und ich wollte sie irgendwie haben. Ich wollte sie mal ausprobieren. Sieht sehr typisch aus, wie viele andere Nivea-Cremes auch. Und sie riecht so gut. Oh, ich liebe diesen Nivea-Duft und das ist auch wieder sehr, sehr ähnlich. Oh, ja, noch ein bisschen frischer, finde ich. Und ich werde die auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ich denke mal, mit meiner etwas öligeren Haut dann eher für abends, so als Pflege und nicht für tagsüber unter Make-up. Aber ich liebe allein schon diesen Duft und oh Gott, Nivea und ich, das ist so big in love. Dann habe ich ein Produkt, das ist schon ziemlich leer, weil ich das schon vor 5 oder 6 Wochen, es dürften fast 6 Wochen eigentlich schon sein, gekauft habe. Aber ich habe es irgendwie total vergessen in einem Haul zu zeigen und wollte euch das nochmal nachträglich zeigen. Und von dem Produkt bin ich auch so begeistert. Das ist von Balea das klärende Gesichtswasser mit Fruchtsäure für Mischhaut. Und das riecht oh mein Gott, so, so gut. Ich liebe diesen Limettenduft, aber das ist nicht so ein ganz krasser Säureduft, sondern so ein bisschen edler und ja, schon fruchtig und ein bisschen in dieses zitrusmäßige, limettenartige, aber es riecht nochmal irgendwie spezieller und ich finde dieses Produkt einfach vom Duft so schön und auch von der Wirkung, also gegen Pickelchen und so. Es wirkt sehr, sehr, sehr gut und ja, ich liebe diese Reihe. Allein diese ganze grüne Reihe riecht so gut und besonders halt dieses Gesichtswasser. Das hatte ich schon mal vor Ewigkeiten, aber ich habe das irgendwie vergessen oder so, dass es das gab. Und ja, habe wieder dazu zurückgefunden und ich liebe es und kann es euch nur empfehlen. Dann habe ich mir von Essence das hier gekauft. Das habe ich zuvor noch nie gesehen. Das nennt sich Nail Art Duo Stylist. Das ist so ein kleiner Stab mit 2 Kügelchen oben und unten. Einmal ein kleineres und einmal ein größeres. Und damit kann man schöne Nageldesigns machen. Also da kann man kleine Pünktchen machen, wenn man die in Nagellack taucht. Oder irgendwelche Striche auch, so feine Verzierungen am Nagel machen. Und ich dachte mir, das ist richtig cool und das probiere ich unbedingt mal aus. Dann habe ich mir noch 3 Nagellacke gekauft. Und alle haben etwas gemeinsam und das ist eben, dass sie einen matten Effekt, einen Finish danach haben, der eben ganz matt ist. Und ich liebe es. Ich liebe matte Nagellacke, genauso wie matte Lippenstifte. Ist immer ganz unterschiedlich in phasenweise. Manchmal müssen sie ganz dolle glänzen und manchmal ganz matt sein. Und das hier ist einer von Essence in Schwarz und der nennt sich Latex Matt. Und der funktioniert auch richtig, richtig gut. Den habe ich euch schon mal auf Instagram gepostet. Und das Einzige, was mich ein bisschen stört an diesen Nagellacken, und ich weiß nicht, ob es an meinen Kunstnägeln darunter liegt, weil die ja sehr glatt sind und glänzend, dass er so nach
spätestens drei Tagen anfängt zu glänzen. Und ich nicht weiß warum. Also wird immer ein bisschen glänzender mit der Zeit. Und nach 3 Tagen sieht man da echt einen deutlichen Unterschied zum ersten. Und ich weiß nicht, ist das nur bei mir so oder ist das auch bei euch so? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, falls ihr den auch schon habt. Und ich habe mir noch mal zwei Topcoats zum Drüberlackieren geholt, die auch matt sind. Einmal den Catrice Silk Matte Topcoat. Habe ich allerdings noch nicht getestet, wie der so ist. Und einmal von Essence Nail Art den Satin Matt. Also der scheint so halb matt zu werden. Aber ich muss das noch testen und werde es wahrscheinlich auf Instagram euch präsentieren, wie das so geworden ist. Ja, ich fand die einfach super interessant und momentan stehe ich so auf matte verschiedene Nägel. Ja, das war's mit den DM-Sachen. Dann gehen wir über zu Rituals und oh mein Gott, Rituals ist ja genau mein Laden. Also das ist nach DM so mein zweiter Lieblings-Beauty-Laden. Und die haben seit einer Woche eine neue Limited Edition und das ist die für den Sommer. Und die sieht erstmal so aus. Die finde ich schon mal vom Design sehr, sehr hübsch. Die nennt sich Mandy Lulur und das ist eigentlich auch nur Deko. Das gehört nicht richtig dazu, aber ich habe es dazu geschenkt bekommen. Und das ist mit Frangipani und Rice Milk. Und Frangipani ist diese kleine exotische Blüte, die auch dieser hier sehr ähnlich sieht. Also das soll sie darstellen. Die habe ich zum ersten Mal vor 1,5 Jahren so gesehen und auch in der Hand gehabt in einem Urlaub in Teneriffa. Da kann ich euch mal das Bild dazu einblenden. Ich fand die damals schon wunderschön und die riecht auch ganz süß. Und das ist jetzt so, glaube ich, die It-Blume für den Sommer 2015, weil die überall drin ist und jetzt auch noch bei Rituals. Und ja, die ist ein bisschen rustikaler gemacht, diese Verpackung. Also ja, sie sieht anders aus. Es ist nicht mehr so wie vorher, dass alles so ganz voll mit Blümchen ist. Sie haben die ein bisschen anders designt. Also ich finde, sie haben die schon ein bisschen rustikaler gemacht. Aber sie riecht sehr, sehr gut und hat ganz feine Schimmerpartikel drin. Also es ist praktisch der Nachfolger von der Lotus Shimmer von letztem Jahr, die ich auch sehr gern gemocht habe. Und jetzt eben gibt es diese Mandy Lulur und eine Abonnentin hatte mir auf Instagram schon drunter geschrieben, wie das genau heißt, also was es bedeutet. Ich blende euch das mal ein, ich weiß nicht mehr genau, Dusche und irgendwas anderes. Und die riecht so gut, oh mein Gott, ihr müsst dran riechen, aber sie haben den Preis deutlich angehoben. Also ich weiß, dass die Limited Edition von letztem Jahr 16 Euro gekostet hat und diese hier kostet schon 18. Also das steigert sich dann schon immer mal wieder. Ja, das tat mir dann auch ein bisschen weh, dachte mir, oh, 18 Euro für so eine Bodylotion. Aber gut, es sind halt Schimmerpartikel drin und diese Blüte ist angeblich auch mit drin und ach, aber es riecht so spa-mäßig, so richtig, richtig gut. Also, ich bin ganz verliebt in diese Edition. Dann habe ich hier noch zwei Lippenprodukte und allein wäre ich niemals auf die Idee gekommen, mir die zu kaufen. Da bin ich auch so ein bisschen angefixt worden durch den YouTube-Hype, den es darum mal gab. Irgendwie gibt es den nicht mehr so arg, aber der war mal vor einem Jahr noch ganz extrem. Und das ist von NYX diese Rêve de Miel Produkte. Einmal als Balm in so einer, ja, in so einem Glasflakon, was sehr schick aussieht. Und einmal der gleiche eigentlich in einer Stick-Variante für unterwegs. Also ich finde das ein bisschen hygienischer wie das hier. Und das benutze ich gerne dann abends und morgens von daheim aus und das hier halt unterwegs. Und die beide riechen sehr angenehm. Man kann es schlecht beschreiben. Es ist kein Honig, aber irgendwie wie so ein frischer Honig oder so in der Art. Also irgendwie ein ganz spezieller Duft, der auch noch ein bisschen orangelastig ist. Also ein bisschen so Zitrus-orangenlastig ist auf jeden Fall mit drin. Und es riecht sehr angenehm. Muss ich aber noch weiter ausprobieren, wie die so sind. Also bis jetzt finde ich es so mittelmäßig von der Pflegewirkung. Und es wurde ja mega gehypt, dass die das Beste sind für die Lippen überhaupt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das sich so weiterentwickelt. Und ja, bis jetzt bin ich ganz zufrieden damit. Dann kommen wir zum letzten Produkt, das ich mir über Amazon bestellt habe. Und das ist reines Arganöl. Und hier steht eine reiche Pflege für trockene und geschädigte Haut und eine hervorragende Feuchtigkeitscreme für den ganzen Körper, fördert das gesunde Wachstum von Haar und Nägeln. Und ich habe jetzt einfach vor, mir diese Inversion-Methode auch durchzuführen, durchzumachen, wie auch immer, es auszuprobieren. Das habt ihr bestimmt schon alle bei der X-Later, der Julia, gesehen. Und ich bin auch so von begeistert und will es unbedingt jetzt mal ausprobieren. Dachte mir, jetzt nimmst du mal was richtig, richtig Gutes für deine Haare. Wenn du die schon in Öl ertränkst, 7 Tage lang, dann benutze ich auch mal richtiges Arganöl dafür und habe mir jetzt eben so eine 100 ml Flasche von Amazon bestellt. Und muss sagen, ich war ein bisschen schockiert, als ich das erste Mal dran gerochen habe.
Denn man kennt ja von Moroccan Oil diese Arganöl-Serie oder auch von anderen Sachen, wo Arganöl drin sein soll. Die riechen einfach sehr, sehr gut, wie Parfüm so ein bisschen. Und das hier riecht wie, ich möchte jetzt keine Illusion zerstören, aber wie so Schnitzelfett, also ganz furchtbar. Und ich dachte mir, oh mein Gott, was hast du dir da jetzt angelacht? Und habe die Kommentare, also diese Kundenrezension, mal durchgelesen unter diesem Produkt. Und einige haben gesagt, sie kommen aus diesem orientalischen Raum und da ist es bekannt, dass Arganöl gar nicht so gut duftet, sondern eher so komisch und ja, dass das andere eben mit Parfüm zersetzt wurde, damit es gut riecht. Und richtiges, wertvolles Arganöl riecht eigentlich ganz seltsam. Und so nach diesem Schnitzelfett haben sie es auch beschrieben. Und dachte mir, okay, dann kann damit jetzt nichts passiert sein, dass es nicht schlecht geworden ist oder irgendwie so. Ja, es ist natürlich nicht so angenehm, wenn die Haare dann nicht so gut riechen. Also man riecht es im Haar nicht so stark, aber ja, es ist nicht der schönste Duft, muss man schon sagen. Vor allem, weil man gewohnt ist, dass Arganöl so das edle, tolle, duftende Öl ist. Ja, ich werde das jetzt ausprobieren. Einen Tag habe ich schon durch. Man muss es halt echt jedes Mal komplett, am besten dreimal schamponieren, bis das Öl wieder raus ist, weil ich das auch in den Längen verteile. Also wenn, dann mache ich das schon richtig. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie das so sein wird. Eigentlich wollte ich noch Kokosöl verwenden, das habe ich auch bei mir im Kühlschrank stehen. Und Olivenöl soll auch sehr gut dafür sein, aber ich dachte mir, nimm jetzt mal Arganöl, probier es mal aus und ja, bin jetzt dann dabei, die 7 Tage durchzumachen. Und das soll ja wirklich was bringen, also das soll wirklich in 7 Tagen bis zu 2 cm mehr Haarwachstum gegeben haben. Und bin ich ja mal gespannt, wie das dann bei mir funktioniert. Und ja, habe mir eben dieses Fläschchen jetzt bei Amazon bestellt. Ja, und das war's nun mit meinem Beauty Haul und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!